Leute, mein Name ist Epic Stan und mit dabei ist heute Katja. Hallo. Und schau mal, Katja, wir befinden uns wieder im Gefängnis und beim letzten Mal haben wir den Superaufpasser wegschnetzeln können. Das hat richtig doll gut geklappt. Wir haben nämlich richtig doll viel Holz abgebaut. Das Holz konnten wir verkaufen und damit konnten wir uns im Shop richtig doll gute Schwerter und Rüstung holen. Und damit konnten wir den Superaufpasser wegschnetzeln und er liegt jetzt einfach auf dem Gefängnishof. Ach, was ist denn da los? Und Moment mal, ich habe noch ein bisschen Geld übrig. Ich habe 64 und 30. Damit kann ich auf jeden Fall für den heutigen Tag die Zelle bezahlen und sehr wir gut. Sollten auch unbedingt, Katja, hier die Fallen vom Superaufpasser wieder abbauen. Okay, 50 Gold habe ich gezahlt, die sind hier in der Kiste drin. Dann habe ich noch insgesamt 44 Gold übrig, das ist schon mal sehr gut. Okay, da hole ich auf jeden Fall aus unserer Zelle ein paar Spitzhacken, damit wir hier vorne die Fallen vom Superaufpasser wieder abbauen können. Und vielleicht können wir dann in aller Ruhe erstmal was frühstücken. Oh, das ist eine gute Idee. Schau mal, Katja, hier deine Spitzhacke, bitteschön. Danke. Und bitte hier vorne alles komplett abbauen. Der Superaufpasser war wirklich richtig doll mies und fies. Und ich muss wirklich sagen, Katja, ich bin froh, dass wir den Superaufpasser weggeschnetzelt haben. Beziehungsweise, dass der Superaufpasser ja K.O. jetzt auf dem Gefängnishof liegt. Okay, wir haben hier tiptop alles wieder abgebaut und aufgeräumt. Und Katja, ich habe richtig doll viel Hunger. Ich hole mir mal hier aus der Kiste ein paar Karotten. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Okay. Ah, Kürbiskuchen. Sehr lecker. Dann setze ich mich hier hin. Und guten Appetit, Katja. Schön, guten. So und so und noch eine Karotte insgesamt. Okay, drei Karotten habe ich übrig. Die lege ich wieder zurück hier in die Kiste und zack, sehr gut. Ich würde sagen, wir verstecken auf jeden Fall unser Schwert und unsere Rüstung richtig doll gut in unserer Zelle. Und dann würde ich sagen, können wir auf jeden Fall ein bisschen Holz abbauen, damit wir genug Geld haben für den nächsten Tag für unsere Zelle. So und so, das kommt hier rein. Sehr gut. Okay, Moment, meine Spitzhacke kann ich auch noch reinlegen. Das kommt hier rein, das kommt hier rein. Dann würde ich sagen, Katja, wir gehen noch ganz kurz bei der großen Cafeteria vorbei, um für Baloo und Bella noch ein bisschen was zum Essen zu holen. Gute Idee. Und danach zur Baumplantage noch ein bisschen Geld besorgen? Ja, dann geht's hier entlang in die Cafeteria. Okay, da hole ich natürlich ein paar Fischlis oder ein bisschen Chicken für Baloo und Bella. So, zweimal Chicken, zweimal Fisch habe ich. Sehr gut. Und schau mal, Baloo, du bekommst hier deine zwei Chicken. Bitteschön, guten Appetit. Und schau mal, Bella, du bekommst hier deine zwei Fischlis. Guten Appetit, ihr beiden. Guten. Okay, dann würde ich sagen, Katja, wir können auf jeden Fall zur Baumplantage gehen und dort richtig doll viel Holz abbauen, dieses verkaufen. Wir brauchen auch nur noch 6 Gold, um den nächsten Tag in unserer Zelle zu bezahlen. Das ist sehr gut. Und guck mal, da liegt der Superaufpasser, der miese, fiese Superaufpasser, den wir weggestetzelt haben. Okay, ab zur Baumplantage. Dann hole ich hier auf jeden Fall 2 extra raus. Schau mal, Katja, bitteschön. Wir müssen auch nicht so viel Holz abbauen, weil wir ja nur 6 Gold brauchen. Das bedeutet vielleicht ein Stack jeweils. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe hier auf jeden Fall ein bisschen Holz abbauen. So, bitte abbauen insgesamt. Dann können wir auf jeden Fall unsere Zelle für den nächsten Tag schon bezahlen. Das ist richtig doll praktisch. Und Katja? Ja, bitte? Sollen wir vielleicht den Superaufpasser, der K.O. am Boden liegt, ein bisschen einbauen zur Sicherheit? Oh, vielleicht. Aber mit was? Vielleicht können wir ihn mit Eisenblöcken einbauen. Die sind richtig doll stabil und da sollte er auf jeden Fall, falls er aufwacht, nicht so einfach rauskommen. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon 27 Holz. Ich baue mal, bis ich ein Stack habe, Holz ab. Das können wir dann verkaufen. Da müssen wir auf jeden Fall mehr als genug Geld bekommen insgesamt. Hier hinten noch ein bisschen abbauen. Und wir müssen dran denken, dass wir die Bäume immer nachpflanzen. Ich habe jetzt insgesamt 66 Holz. Das müsste auf jeden Fall genügen. Dann können wir jetzt auf jeden Fall, Kater, das ganze Holz verkaufen. Und wir müssten richtig doll viel Gold daraus bekommen. Dann können wir unsere Zelle auf jeden Fall bezahlen. Dann können wir von dem restlichen Gold, was wir übrig haben, ein paar Eisenblöcke im Shop kaufen. Und den Superaufpasser richtig doll sicher dort drin einbauen. Okay, das Holz wird reingelegt. Bitte verkaufen. Da. Ich habe auch 64 und 9 sogar. Sehr gut. Okay, wir haben, insgesamt 38, Gold bekommen. Das bedeutet, wir haben jetzt 64 und 18 Gold. Das ist sehr gut. Okay. Davon müssen wir auf jeden Fall 50 für unsere Zelle bezahlen. Und den Rest können wir für Eisenblöcke ausgeben, um den Superaufpasser einzubauen. Okay, wir sind wieder in unserer Zelle angekommen. Die 50 Gold kann ich hier reinlegen. Das bedeutet, wir haben jetzt auch schon den zweiten Tag bezahlt, unsere Zelle. Wir haben noch 32 Gold übrig. Das bedeutet, wir können jetzt zum
zum Shop gehen und uns Eisenblöcke kaufen und schnellstmöglich den Superaufpasser einbauen, bevor er wieder näher aufwacht. Oh oh, wir sollten uns wirklich sehr, sehr, sehr doll schnell beeilen. Okay, schau mal, Karte. Ich gebe dir mal das ganze Gold, bitteschön. Ah. Und du kannst von dem Gold ein paar Eisenblöcke kaufen. Okay, das ist schon teuer. Also ich konnte jetzt 9 kaufen. Denkst du, das sehr reicht? Gut. Ja, ich glaube schon. Dankeschön. Bye-bye. Okay, mit den 9 Eisenblöcken können wir jetzt hier auf jeden Fall den Superaufpasser relativ sicher einbauen. Okay, so, dann kommt hier noch ein Eisenblock hin. Oh, und hier noch. Ja, sehr gut. Okay, das waren alle 9 Eisenblöcke und der Superaufpasser ist jetzt hier einfach tipptopp doll sicher eingebaut. Oh, wie gut ist das denn? Und Moment mal, Katja, da oben ist ein Buch auf der Laterne oben drauf. Ich sehe. Ich will das haben. Wie sollen wir denn da drankommen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Moment mal, was steht denn dort drin insgesamt? Warte, warte, warte. Ich glaube, ich kann von hier dorthin klettern. Und hops, hier entlang. Okay, ich hab's Buch. Moment mal, was steht hier drin? Ihr könnt den Superaufpasser selber aufladen und ihn steuern. Dafür benötigt ihr eine Batterie und einen Steuerblock. Alles im B-Zellenblock. Moment mal, Katja. Die geheime Person hat uns hier wieder ein Buch gegeben. Okay, wir müssen auf jeden Fall in den B-Zellenblock und dort die Batterie uns holen und auch den Steuerblock. Und dann können wir den Superaufpasser einfach selber steuern. Das ist ja richtig doll cool. Das ist richtig krass. Ich würde sagen, Katja, wir warten, bis es dunkel ist, damit alle B-Insassen näher schlafen. Und dann können wir uns in den B-Zellenblock reinschleichen, damit sie uns auf keinen Fall erwischen und dann die Batterie und den Steuerblock klauen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Okay, dann würde ich sagen, Katja, wir warten, bis es tipptopp dunkel ist. Oh, sehr nice. Okay, wir warten. Und es ist dunkel. Epic, wach werden. Ja, tatsächlich, es ist dunkel. Okay, das bedeutet, wir können uns jetzt richtig doll leise und unauffällig hier in den B-Zellenblock reinschleichen. Okay, die B-Zellenblock-Insassen dürfen uns auf keinen Fall sehen. Die sind nämlich super, super, super sauer auf uns, weil wir die ganzen Items aus ihren Zellen geklaut haben und die verkauft haben. Oh, du hast so recht. Oh nein. Und vor allen Dingen, Kater, ich bin mir ganz und gar nicht sicher, wo die Batterie und das Steuerelement ist. Irgendeiner Zelle eventuell, ne? Das könnte sein. Hier in der Zelle haben wir auch nichts drin, keine Batterie, kein Steuerelement. Da ist ein Gefängnisinsasse drin. Okay, da sollten wir vielleicht nicht reingehen. Die Zelle ist auch leer. Okay, hier ist aber auch nichts drin. Ich schau mal auf der anderen Seite. Vielleicht ist dort ja was. Haben wir hier vielleicht was in den Zellen? Okay. Oh, Katja, die wollen mich wegstetzeln. Die Gefängnisinsassen aus dem B-Zellenblock sind ja richtig doll mies und fies. Die wollen mich alle wegstetzeln. Katja, pass bloß auf. Oh, nein, 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 nein. Das sind so viele. Ich muss rennen, ich muss rennen. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Danke, Katja, danke, danke. Okay, ich habe wieder ein bisschen Herzen. Ich helfe dir, ich helfe dir. Okay, den können wir noch wegstetzeln. Den können wir auch noch wegstetzeln. Das ist noch der letzte. Und den haben wir auch weggeschnetzelt. Sehr gut. Okay, das war super, super, super knapp. Und die B-Zellenblock-Insassen sind ja so, so doll mies und fies. Ich schau mal hier vorne bei den Zellen, ob sich hier vielleicht irgendwo eine Batterie versteckt hat. Hier ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal soweit nicht. Das ist auch ein Gefängnisinsasse. Moment mal. Hier ist die Batterie. Und wir müssen schnell weg. Schnell weg. Ich mache hier zu. Ich mache hier zu. Oh, renn, Katja, renn. Okay, wir haben auf jeden Fall das Steuer und die Batterie. Das ist sehr gut. Wir können jetzt hier einfach mit dem Steuer und hier auch mit der Batterie den Superaufpasser wieder bepowern und dann selber steuern. Okay, warte mal, Katja. Oh, ich baue hier mal die Eisenblöcke ab. Das dauert ein bisschen lang mit der Hand insgesamt. Ja. Oh, und ich bin so doll gespannt, ob das funktioniert insgesamt. Oh, wie cool. Dann würde ich sagen, ich verknüpfe erstmal das Steuer mit dem Superaufpasser und zack. Und jetzt lege ich die Batterie ein. Ich bin sehr, sehr doll gespannt. Ich hoffe, er greift uns nicht an. Und vor allen Dingen hoffe ich auch, dass wir ihn steuern können. Okay. Und Moment mal, Kater. Kann ich ihn jetzt steuern? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hole mal das Steuer in die Hand und bitte aufstehen, bitte aufstehen. Funktioniert das? Oh, tatsächlich. Ich kann ihn steuern, Kater. Okay, Moment mal. Ich steuere ihn jetzt mal geradeaus laufen. Bitte geradeaus laufen, bitte geradeaus laufen. Und er läuft geradeaus. Wo läuft er denn hin? Okay, bitte nach links laufen und er läuft nach links. Ich kann ihn einfach steuern mit dem Steuerrad hier. Das klappt richtig, richtig doll gut. Okay, jetzt nach hinten laufen insgesamt. Und er läuft nach hinten. Oh, wie gut ist das denn, Katja? Okay, wir konnten einfach die Batterie einlegen. Und wir können jetzt hier einfach den Superaufpasser selber steuern. Das klappt ja wirklich richtig, richtig doll gut, Katja. Okay, Moment mal. Ich versuche mal, den Superaufpasser in unsere private Zelle reinzusteuern. Okay, hinten steuern insgesamt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ein bisschen hier auf die Seite. Bitte, Superaufpasser, hier entlang. Oh, das ist richtig doll schwierig. Und rückwärts, rückwärts. Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt in die Richtung steuern. Bitte hier weiter. Und hier nach hinten. Und hier weiter. Moment, ich mache die Tür auf. Und hier entlang. Dann geht es hier vorne geradeaus weiter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und da vorne ist schon unsere private Zelle. Oh, wie gut das ist gerade. Wir können jetzt hier einfach den Superaufpasser steuern. Und er greift uns einfach
einfach nicht mehr an. Wieder nach vorne laufen, ein bisschen super aufpasta und stopp. Und jetzt hier bitteschön abbiegen. Dann geht's hier rein. Jetzt kann ich ihn gerade hier durchsteuern. Oh, wie gut. Weiter, weiter, weiter. Gleich ist er bei unserer Zelle. Wie cool das ist. Okay, genau hier lasse ich den super aufpasta stehen. Das ist ja wirklich richtig doll praktisch. Und guck mal, Karte. Jetzt steht hier einfach der super aufpasta und wir könnten ihn jederzeit mit dem Steuer hier steuern. Das hat so doll gut geklappt. Okay, das Steuer für den Superaufpasser, naja, mache ich mal hier in die Kiste rein. Ich mache das mal hier rein. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Und wir könnten jetzt einfach jederzeit sagen, wohin der Superaufpasser laufen soll. Das hat wirklich so doll gut geklappt. Und Katja, ich würde wirklich so, so doll gerne wissen, wer uns diese Tipps gibt. Wer ist diese geheime Person? Ah, ich weiß es nicht. Oh, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist diese geheime Person richtig, richtig, richtig doll nett zu uns und gibt uns richtig doll gute Tipps. Das hat so doll gut geklappt. Wir konnten die Batterie und das Steuerrad einfach aus dem B-Zellenblock klauen und damit den Superaufpasser aufladen und wir können jetzt einfach selber damit steuern. Das ist so cool. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.